Herzlich willkommen zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von The Crew 2. Heute mal mit jemandem anders, nämlich die Rebecca. Hallöchen. Hallo. Schön, dass du auch mal mit dabei bist bei einem meiner Projekte. Ja, ich überlege gerade, was wir machen. In der letzten Folge sind wir ein bisschen mit dem Boot und mit dem Flugzeug, in der vorletzten Folge mit dem Flugzeug gefahren. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen auf Rallycross oder beziehungsweise auf die Offroad-Prüfung, weil die müssen wir ja auch noch machen. Oder beziehungsweise die fehlt mir noch zumindest. Und dann gehen wir wieder ein bisschen auf Street Racing, würde ich sagen. Aber jetzt erstmal ein bisschen Offroad. Ich hoffe, du kannst mir gleich beitreten. Mal schauen, ob das funktioniert, hey, ne? Aber gerade ich bin Wade schon. Palmer. Vielleicht kennst du mich. Ich brauche dafür eine Einladung. Ich suche nach jemandem, der abseits der gesteckten Pfade fährt. Mark, ich Rally. Mal sehen, ob du es drauf hast. Ist gerade gut, dass wir das... Worum es geht? Ah, Moment. Schnapp dir die Schlüssel und finde es raus. Gewinnst du, behältst du das Auto und nimmst dann ein paar echte Teile. Einladung habe ich noch nichts. Wenn nicht, Moment. Dann bekomme ich ihn zurück. Und leb wohl. Aber du verlierst doch nicht, oder? Nein, ich denke nicht. Ich glaube, da ich die Prüfung machen muss, glaube ich, kann ich das erst alleine machen. Soll mal gucken, ob ich joinen kann im Server. Ja, es funktioniert. Also ich muss erstmal diese Prüfung machen. Ich habe ein bisschen dieses Autoplay machen. Und danach können wir gleich fahren. Wir fahren ja mit diesem Ford Raptor fahre ich jetzt die Strecke noch ab. Mach du doch die Prüfung, dann gehe ich auch mal ein Spiel und schicke dir dann eine Einladung, wenn du kannst. Ja, du kannst mir dann wahrscheinlich eh gleich über Aufstellung beitreten, aber ich kann ja gleich gucken, ob ich den noch... Du spielst uns auch mal ein Rennen oder so, wenn du jetzt... Ja, genau. Ja, ja, genau. Ich auch mal spielen. Das haben wir ja eigentlich meinen Part in der Demo schon gespielt. Oder diesen Part in der Demo schon gespielt. In der Beta. Ich war einer von den wenigen Glücklichen, die Closed Beta spielen durften. Aber... Ja, Rallye habe ich auch bei The Crew 1 immer gerne gemacht. Da bin ich gerne mit dem Ford Focus RS gefahren. Müssen wir gleich mal hier gucken, was wir hier überhaupt für ein Auto nehmen. Ich weiß nicht, kannst du da irgendwie was empfehlen, dass du sagst, ey, das Auto ist auf jeden Fall sehr gut für Rallye, oder bist du da noch nicht wirklich gefahren? Was gibt's zur Auswahl? Das ist genau die Frage. Müssen wir gleich gucken. Also der F-150 fährt sich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Du bekommst einfach nur das eine, den Red Bull da. Ach, diese komische Buggy oder was das da ist, ne? Ja, genau. Ich hab das gesehen am Anfang. Musst du mal gucken. Also ich spät. Ja, aber im späteren Spielverlauf. Du bist ja. Ich hab tatsächlich noch keinen gekauft. Okay. Jura genommen. Du hast ja, glaube ich, den Mustang am Anfang ausgewählt, ne? Als Fahrzeug. Ich hab den Mustang, ja. Ja, ich habe ja den, Mittlerweile habe ich schon mehrere Fahrzeuge auch gekauft. Ja gut, du bist ja schon ein bisschen weiter, weil du ja mehr privat zockst und nicht so wie ich nur halt in den VN mit W. Genau. Aua. Ganz cool finde ich die Motocross-Rennen. Welche Rennen? Die Motocross. Du bist ein bisschen abgehackt. Okay. Deswegen muss ich aber einmal nachfragen, was du wieder meinst, aber Motocross-Rennen, okay. Kann sein, dass es mein Headset liegt, ich weiß nicht. Ja. Oder am Ventilator wäre ich nicht so. Kein Auto wird sein. Es ist nicht viel dramatisch, aber es ist ein bisschen ab. So, 2 Minuten 17 haben wir gebraucht. Du und ich, wir müssen über deine Zukunft plaudern. Komm, das Basecamp und dein neues. 1200 Follower dabei und 9000 Bucks und wir steigen auf den Rang. Populär. Doch aber schon populär. Ist auch schon nicht schlecht. Mhm. Und das waren quasi jetzt nur. Soll ich jetzt noch warten mit dem Rennen? Oder? Warte, ich guck gerade, was kommt. Willkommen zur Offroad-Familie. Ich bin fertig jetzt mit meinem, ja. Ich gucke, dass ich jetzt. Ich suche jetzt das Auto aus und dann gehen wir ein bisschen auf Street Racing, würde ich sagen. Weil mein Audi muss auch noch ein bisschen Power kriegen. Ich habe ja mit dem Audi TT RS angefangen als Anfangswagen. Ich habe ja 4 Klassen zur Auswahl, auch mit den Hypercars, also den Regera zum Beispiel. Hey, sieh einer an. Du hast es geschafft. Jetzt bist du dabei. Also, willkommen in unserem kleinen Offroad-Paradies. Du findest jeden hier. Mudder, Mountain Climber und echte Sieger.
Und ich wette, zur Letzteren wirst du gehören. Der Irre ist Tucker Morgan. Aber jeder nennt ihn Tuck. Er hält sich für eine große Nummer. Aber wir zeigen dem Baumknutscher mal, wie falsch er liegt. Er erkundet gerne die Gegend. Das tun die meisten hier. Und das ist ihr Fehler. Die sollten sich lieber aufs verdammte Rennen konzentrieren. Ihr Fehler, unsere Chance. Deine und meine. Und wie ich schon sagte, du kannst einfach in den Shop gehen und dir das Auto holen, das da auf dich wartet. Nennen wir es einfach mal eine Investition in deine Zukunft. Den Rest davon, den musst du dir verdienen. Also ich habe so viel auch ein bisschen in der Community noch gelesen und alles. Die viele empfehlen tatsächlich auch für die Straßenrennen die Motorräder, weil die wohl sehr wendig sind. Gut, wir haben einmal Rally Raid, wir haben einmal Motocross und Rallycross können wir noch nicht fahren, weil wir da noch nicht den Drang haben. Ich habe eine Auswahl zwischen diesem komischen Buggy hier und... Moment, ich guck mal gerade, was der Kleine hier kostet. Ich habe 112.000 Bucks. Ah, der kostet zu viel. Schade. Dieser Citroën C3, der kostet 279.300 als... Warte mal, ich guck gerade, die haben wir noch nicht alle Bugs, ne? Ich guck mal gerade, ob ich vielleicht ein bisschen runtergehen kann. Naja, der billigste ist der Ford Focus RS, den ich eigentlich gerne hätte. Der kostet 163.000. Da müssen wir noch ein bisschen sparen, aber den hole ich mir auf jeden Fall als erstes. Das heißt, wir nehmen dieses komische Street Buggy. Auswählen. Farbe nehmen wir den. Oh, wir haben nur die eine. Ja. Fahrzeug ausgewählt. Und wir haben 18 neue Aktivitäten. Wie wär's, wenn du mit Rumfahren ein bisschen Kohle verdienst? Dieses Magazin will, dass wir Fotos für sie machen. Du siehst, was sie im Fotoalbum haben wollen. Es muss nicht sein, aber es wäre leicht verdientes Geld. Fotolocations. Ja gut, die mache ich auch nur nebenbei. Die habe ich damals auch beim 215er Liefers. Macht euch bereit für ein Moment. Neues Kapitel der Live Extreme Series. Jetzt verfügbar. Live hat angerufen. Sie wollen uns wieder haben. Weißt du, 10.000 Cool Credits und einige neue Bugs verdient. Sieh uns jetzt mal an. 47 neue Aktivitäten insgesamt. Also wir haben einiges zu tun. In den verschiedensten Klassen. Jo, das hat gedauert. genau. Und jetzt probiere ich mal, ob ich dich einladen kann. Über Aufstellung. Du bist nicht in meiner Sitzung. Du bist noch in keiner Crew. Kannst du mir irgendwie joinen? Siehst du mich irgendwie? Nein, ich kann dich nur einladen in meine. Du musst mich einladen. Wenn du auf Aufstellung gehst, dann kannst du meine Freundin, dann kannst du mich einladen. Also ich sehe dich nicht. Ja, ich sehe dich. Ich sehe zwei Leute bei mir. Das ist einmal der Mario oder noch jemand. Also wie gesagt, du bist nicht... Ich bin online, ich weiß nicht. Ich sehe dich auch bei meinen Freunden. Das wundert mich ich nur. Ich bin auch online, hab's gerade gecheckt. Ja, das ist... Oder bist du vom Rang her zu hoch? Ja, dann könnte ich dich aber ja nicht einladen, wenn ich zu hoch bin. Sitzung, ich krieg gerade einen dazu auf berühmt. Das wundert mich nur gerade. Kannst du, ja, du kannst versuchen, wenn mir beitreten geht nicht, weil der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, der konnte mir nicht beitreten. Oder weil ich in anderen... Ja. Oder weil ich noch, ne, ich fahre nur rum, ne? Das Problem ist, wenn du jetzt in der Crew wärst, könnte ich dir beitreten, aber da du eine kleine Crew bist, dann kann ich dich nur einladen. Moment, ich versuche dir jetzt mal wieder PSN beizutreten. Einfach ja. In der Sitzung. Quasi. Ja, wie Plätze genug sind noch 5 Plätze frei. Ja, du bist der Crew beigetreten. Ich bin der neue Crewleiter. Jetzt müsstest du eigentlich auch angezeigt werden. Genau. Wunderbar. Ja, hat doch geklappt.
Hör mal, wo bist du? Müsstest du eigentlich auch irgendwo auftauchen? So. Wahrscheinlich in der Garage drinne. Ja, genau. Wir machen gleich die Rennen. Ich guck mal gerade wegen Aktivität, weil ich würde ein bisschen Street Racing jetzt gerade einfach machen, weil ich irgendwie gerade ein bisschen Bock drauf. Oder wo hast du Bock drauf? Was sagst du? Ey, lass mal. Ja, sagst du. Nee, weite. Ja, machen wir so ein Dings. Street Racing. Machen wir da vorne einfach mal vorne, von vorne weg. Spießerauto haben wir gemacht. Motortrend. Dann machen wir Motortrend bei Street Racing. Oldtimer. Wer liebt ihn nicht? Und aber dafür muss ich das Auto wechseln. Das ist mit dem Buggy, wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Ich guck mal gerade. Boot, Flugzeug, warte mal. Was will der denn hier? Audi TTRS Coupé. Auswählen. Vor allem, wer würde damit nicht gerne Rennen fahren? Genau das wirst du tun. Auf einer geschlossenen Strecke. Nur für uns. Es ist ein Traumrennen. Also genieße es und siege. Also du müsstest eine Einladung bekommen haben. Ja. Du willst wahrscheinlich vorne wegfahren, aber ist ja egal, wer aus der Crew das Rennen gewinnt. Da bist du. Ja, mein Audi sieht noch ein bisschen nackt aus. Den muss ich gleich im Hauptquartier mal ein bisschen optisch verschönern. Kevin, warte mal auf den direkt hinter dir. Hm? Ich sehe dich. Oh, nice. Ja, den Mustang habe ich auch tatsächlich. Da ist der Starterfeld. Ups, sorry. Au. Ja, ich war irritiert, weil davor noch Autos standen. Deswegen wollte ich gerade aus und dann rechts fahren, aber... Ach, das sind diese Oldtimer. Okay, das ist relativ einfach von der Strecke her. Ich lasse dich mal vorfahren, damit wir uns nicht unnötig in die Quere kommen. Die kenne ich auch noch aus der Beta, die wir Strecke. Wie fährt sich der Mustang eigentlich? Also ich habe gesagt, nur einmal kurz ein bisschen angetastet. Also ich finde die Steuerung im Allgemeinen ein bisschen hakelig, dass die Fahrzeuge noch ganz weg. Also ich habe auch so ein bisschen gehört, dass die Autos sehr schwammig sind. Sagen wir es mal so. Also ich merke das bei dem TT, der ist ja auch sehr viel rutscht. Ja, nee, auch in Kufen, die starke Kufen, das hat keine Chance zu kriegen. Der ist einfach gefallen nach. Oh Glück, ich habe gerade fast das Ding mitgenommen. Ja, der geht hier so in den Drift rein, weil der weil das Heck wegzieht. Ja gut, dass du mir da vorne wegziehst, wie gesagt, ist keine Überraschung. Du dürftest eigentlich schon einiges mehr Leistung haben. Ich bin auch nur Fünfter momentan, ey. Oh, du bist Vierter nur, okay. Ich bin gleich hinter dir. Ja gut, die sind aber relativ schnell wieder einzuholen. Ich bin jetzt auf der... Pass auf, nicht zu weit innen. Okay, passt. Damit hast du mir auch einen Platz gebracht. Ja, siehste. Ja, die zwei da vorne noch, aber die kriegen wir, komm. Jawohl. Und jetzt holst du den ersten noch. Und ich zieh mit innen durch und dann haben wir's. Ja, gut. Aber ich habe gewonnen. Ich komme mit der Steuerung nicht klar, ich sag's so. Okay. Ich scheiße. Ja, ja, wie gesagt, das habe ich auch gehört, dass es hakliger sein soll als im, In der Q1 war es viel besser. Ja. Ich war jetzt auch nicht mehr ins Ziel, weil ich hab schon einen Anschluss. Ja. Wir sind eigentlich schon fertig. Aber, ja.
Gucken wir auf die Zeit gerade. Ja, ein bisschen haben wir. Oh, gut. Vom Teil aufhängen. Wenn man ein Rennspiel rausbringt, dann müsste man mit die Steuerung ändern. Ja, gut, ich weiß das jetzt nicht tatsächlich. Nicht Spaß im Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie das zum Beispiel ist mit dem Lenkrad, ne? Also das Spiel unterstützt ja auch die Lenkräder. Ja, willst du ein Flugzeug fahren mit einem Lenkrad? Also? Eben genau, das ist es. So, ich baue mal gerade mein Auto auf. In der Folge mache ich jetzt noch, bevor wir hier weitermachen. Also du kannst jetzt gerne noch dein Auto weitermachen. Ich denke mal, du wirst auch ein bisschen gemacht haben, weil ich würde jetzt gerne noch mal ins Haus meine Dings jetzt noch mal ein Auto machen. Mein Auto machen und Katalog, Fahreraufstellung. So, Aktivitäten. Wo muss ich ins Hauptquartier? Und wie kam ich jetzt auf die Karte? Wie war das? Touchpad. Er sagt mir auf die Live-Karte. Ich will einfach auf die große Karte. Ich will mein Hauptquartier. Touchpad und rauszoomen, Kevin. Ich passe auch mit meinem Auto an. Ah, okay. Meine Offroad-Auto passt gerade an. Mhm. Ich will nur das Hauptquartier mal zumindest ein bisschen Optik in den Audi werfen. Also soll auch mal nicht nur schlicht aussehen. Freestyle-Hauptquartier. Street Racing Auto, oh Gott, hier. Na, ja, mal gucken, ob wir dein Schwesterchen auch mal irgendwann hier in die Aufnahme mit dem Start bekommen. Aber, neue Disziplin. Drift. Okay, eigentlich war das jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt noch neue Disziplin... 82 Felgen, ich habe jetzt keinen Bock, 82 Felgen durchzukriegen. Ah, ich könnte mir ein neues Auto kaufen für Drift. Und da ich auch ein bisschen, wie gesagt, ich lese ein bisschen in der Community mit und viele haben gesagt, kauf den RX-7 und ich bin mit dem RX-7 allgemein schon sehr zufrieden. Und ich habe, glaube ich, genug Bugs für das Auto, deswegen werden wir uns jetzt ein neues Auto kaufen für die Kategorie Drift und zwar den Mazda RX-7. Chaka, neues Auto im Start. 153.000 haben wir noch. Ich meine, du wirst ja viel mit Geld zugeschissen und alles drum und dran. Das ist mir zumindest aufgefallen. Aber es kosten, es gibt auch zum Beispiel die ganzen Hypercars und anderen Dings, kosten ja auch ein bisschen Geld. Und es gibt sogar einen Formel 1 Wagen im Spiel. Ja, wenn du sich so scheiße Steuer bringt, ist auch ein Spiel. Ja, also ich hab den ja mal Probe gefahren und ne? Und hab der ist beim, wenn du ein bisschen Nitro gezündet hast, ist der. Hey, wo haben wir denn die Hauptquartiere? Ach so, ja, Moment, klar. Einfach unten auf Performance drücken, dann müsste das eigentlich. Oder? Moment. Hä, wie kann ich mein Auto. Wie kann ich mein Auto anpassen? Im Hauptquartier. Das müsste ich doch eigentlich auf der Karte auch finden, wenn ich ehrlich bin. Das war auch beim. Du musst ganz raus tun, ist unten. Guck mal ganz raus. In der Map. Unten rechts ein bisschen. Und? Unten rechts. Also so unten mehr und vielleicht ein bisschen rechts, was ich wie die Ansicht ist. Also, wie das erklären soll. Weil der zeigt mir gerade nur die ganzen anderen Disziplinen. Freestyle. Ach, da unten, Home. Gefunden. Das wird dir echt gefallen. Ich hatte ein bisschen Zeit und habe endlich den Aufzug repariert.
Jetzt hast du noch mehr Platz im Haus für Fahrzeuge. Ich weiß. Gern geschehen. Genau, so ist es. Heute, wie gesagt, machen wir die Folge noch das Auto aufbauen. Und dann gehen wir in die nächste Folge dann auch wieder mit rein. So, anpassen. Farbe. Farbe lasse ich auf schwarz. Verizierung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die Zeit, da irgendwas zu erstellen. Ich glaube, ich gehe wieder über die Community. Die haben bestimmt ein paar coole Sachen dabei. Ja, ich glaube, das nehme ich. Das gefällt mir. Diesmal muss es auch bezahlen. Aber das ist nicht weiter tragisch. So, Motorhaube. So, Bugs haben wir noch genug. Felgen. Ich meine, mir ist aufgefallen bei denen, es gibt ja so viele auch richtig hässliche Felgen, ne? Ja. Also wenn ich mir so zum Ende angucke, wie zum Beispiel das hier, das, nee. Das geht mal gar nicht. Aber gut, das ist halt auch mal ein bisschen Geschmackssache. Die einen finden es gut, die anderen eher nicht. Naja. So, Felgengröße anpassen. Hinten auch Felgengröße anpassen. Wurde gekauft. Bremssattel, Standard, rot. Außenspiegel. Nimm mal Carbon, passt. Seitenschweller. Ah, gibt nur die. Okay, nimm mal welche. Heckspoiler. Was Schönes da? Ah, warte mal. Ich muss mal gerade. Ist da irgendwie eine andere Kameraansicht? Ah, ja. Ich glaube, den nehme ich. Schöne dicke Deke hinten dran. Den nehme ich, der gefällt mir. Schön viel Auspuffrohre. Innenraum. Bisschen rot, passt. Innenraum Einlage. Ja. So, Audi ist soweit fertig. Jetzt kann ich gucken, ob ich noch ein paar Performance-Teile, die ich kaufen kann. Geil, nee. Scheiße, ich habe keine Teile. Du kannst keine Performance-Teile kaufen, ne? Die musst du alle gewinnen. Ja, ich muss sie gewinnen, ja. Ja, weil ich bräuchte zum Beispiel noch einen Motorblock und sowas. Jedes ein Auto mit rein, also ich kann jetzt meine Super-Performance-Teile nur auf das, auf kein anderes Auto setzen. Gut, 134 hat mittlerweile mein Audi. Und ich finde ihn gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Der hat auf jeden Fall was. Aber wie gesagt, das gucken wir uns gleich genau in der nächsten Folge mal an, würde ich sagen, weil jetzt ist schon wieder mehr auf die Zeit guckt, so ein bisschen Richtung Feierabend. Wir sehen uns wieder am morgigen Dienstag bei The Crew und ich hoffe, du bist auch wieder mit am Start, oder? Mal schauen. Na gut, bis dann. Tschüss.